Erstmal hallo zum modernen Koi-Blog und wie in unserem letzten Blog mit dem kleinen Kirashi-Koi von Chris angekündigt, hat Christian mit seinem Freund und Helfer hier mit seinem Zugprojekt, haben sie dieses Jahr gleich noch ein zweites Elternpaar ableichen lassen. Die Mutter ist was? Die Mutter ist der Nanashi und die männlichen Vertreter waren dieselben aus der Kirashi-Kreuzung. Makoto hat mich darüber informiert, dass die auch 2 bis 3 Mal im Jahr können und das wollte ich einfach ausprobieren, um es fürs nächste Jahr zu wissen und ja, es hat funktioniert. Ja, und da Makoto ja also hier war in Deutschland gesagt hat, diese Zuchtbecken und diese Aufzuchtbecken wären sehr, sehr, sehr viel effektiver für die kleinen Koi. Die kleinen Koi würden dort sehr viel besser wachsen und die Wasserqualität wäre besser, wenn man dort die Algenblüte drin hätte. Und ich kenne das auch bei ihm, wenn er manchmal so Versuchszuchten macht, dann hat er ein Aquarium mit 500 Liter und da sind dann irgendwelche 1000 kleine Fische drin. Und aus einer kleinen Belüftung und wirklich grasgrünem Wasser wird da kein anderes Hilfsmittel eingesetzt. Und dann hat mir natürlich zu Chris auch gesagt, lass das Wasser grün werden. Aber ich kann Ihnen versprechen, das ist wie mit allem. Wenn man es nicht braucht, bekommt man es. Und wenn man es unbedingt will, kommt es nicht. Und so experimentiert Chris jetzt seit Makoto vor drei Wochen da war, experimentiert er rum, wie er grünes Wasser kriegen kann. Er hat die UV-Lampe ausgeschaltet, er hat einen Frischwasserwechsel zurückgefahren, er hat die Temperatur hochgefahren. Und wenn Sie nur eine dieser 3 Maßnahmen ergreifen würden, würden Sie wahrscheinlich Ihren Bodenablaufdeckel nicht mehr sehen. Aber hier will das Wasser partout nicht grün werden und wir haben jetzt gesagt, warum sollen Sie hier nicht ein bisschen mitspielen können, wenn Sie also wirklich einen sachdienlichen Hinweis haben, wie man zur Algenblüte kommt, wenn man sie denn unbedingt haben will. Aber sagen Sie jetzt bitte nicht, dann lassen Sie meinen Koi gleich Bauer Ihre Anlage bauen, dann ist das Wasser immer grün. Das war jetzt natürlich Spaß. Aber Sie sehen, wir haben zwar Algenbewuchs am Boden, aber da ist nichts an den Wänden. Ein Koi. Ich hoffe, man sieht sie jetzt. Ja, man sieht sie. Chris, erzähl mal, was hast du für ein Gefühl? Wie verhalten die Kleinen sich jetzt im Vergleich zu den Kirashi-Koi? Sehr gut. Wie gesagt, oder wie in einem anderen Modern Koi-Blog vorhin erwähnt, wir experimentieren viel mit grünem Wasser herum. Gleichzeitig auch mit der Ernährung. Da ich bei den Kirashi-Koi in den ersten 2 Wochen nicht ganz so zufrieden war, versuchen wir jetzt viel mit natürlichem Futter zu arbeiten, das heißt mit Artemia und sonstigen Kleingram. Wasserflöhen. Die versuchen wir halt eben jetzt hier an die Fische zu verfüttern und ja, dementsprechend herauszufinden, wie wir sie am schnellsten stabil bekommen. Da die kleinen Fische doch extrem anfällig sind, ist mein Ziel, sie so schnell wie möglich auf irgendwie auf zwischen 3 bis 5, 6 Zentimeter zu bekommen, damit sie einfach stabil sind und wir dann mit dem richtigen Aufziehen beginnen können. Ja, da sind wir gerade mit beschäftigt. Wir sammeln, wie gesagt, unsere Erfahrungen, um einfach im nächsten Jahr nochmal eine Schippe draufzulegen. Wir wollten unbedingt noch eine Kreuzung machen, um halt eben weiterzuarbeiten und uns von Woche zu Woche zu verbessern. Und wie viele kleine Nanashi-Koi sind da jetzt drin? Das hier sind irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 Fische. Bei den Kirashi haben wir relativ schnell runterselektiert. Diese hier wollen wir so lange wie möglich halten, um zu sehen, wann die Wasserwerte abkacken. Um dann auch eine Anzahl zu wissen, wie viele wir wirklich hier in den Becken wie lange halten können. Ja. Und hat Makoto dir schon verraten, welches von den Färbungen die gesuchten sind und welches die weniger? Wo könnten Karashi drinstecken, wo könnte Asagi drinstecken? Auch das hat er mir schon mitgeteilt. Man sieht kleine Farbunterschiede, ich weiß nicht, ob sie auf der Kamera so rüberkommen. Wir haben weiße, wir haben gelbe, wir haben leicht graue und schwarze Fische dabei. Die gelben werden wahrscheinlich wieder die Karashi werden, die weißen sind die Nanashi. Die dunklen, aber wie gesagt, die sind nach wie vor drin, weil uns geht es hier in erster Linie um einfach eine Zahl zu bestimmen, die wir in den Becken hier großziehen können, um diese dann im nächsten Jahr ja, anwenden zu können. Super, dann bedanken wir uns, Chris, und hoffen, dass wir möglichst viele von den Kleinen hier dann nochmal sehen, wenn sie groß sind. Ich glaube, ich gehe jetzt meine Flipflops hier gegen festes Schuhwerk irgendwo eintauschen. Die Eifel, die hat wirklich Überraschungen parat. Aber nein, wir sind gespannt. Und wirst du vielleicht noch ein drittes Zuchtpaar dieses Jahr züchten oder ist erstmal abgeschlossen? Du, man soll niemals nie sagen oder niemals nein sagen. Aber momentan bin ich
ja, relativ ausgelastet, auch mit dem Motorsport. Wir haben sind mitten in der Saison viel zu tun, viele Rennen zu fahren. Und ja, ich glaube, Erfahrungen können wir in diesem Jahr genug sammeln. Wir wissen, wie wir die Fische zum Ableichen bringen, mehr oder weniger auf die Minute genau. Jetzt wissen wir auch, wie wir sie großziehen können, also von 1 cm auf 3 bis 4 cm. Wie gesagt, wir sind in der Lernkurve. Wir wollen das im nächsten Jahr noch einen Tick besser machen. Wir bauen jetzt hier auch ein Glashaus an die Halle ran, damit wir einfach konstantere Bedingungen haben, die Becken nicht immer draußen im Regen stehen und ja, nicht so wetterabhängig sind. Wie gesagt, es geht immer weiter. Ich habe ein großes Ziel vor mir, das gebe ich auch nicht auf. Lass uns überraschen, wie es hier im nächsten Jahr aussieht. Also eins kann ich Ihnen sagen, Chris ist nicht nur ehrgeizig, er ist super ehrgeizig. Ich hätte da schon so manches Mal den ganzen Krempel wieder zusammengefaltet und in den Keller gebracht und mich mit was anderem beschäftigt. Aber er wusste es von Anfang an und das haben wir ihm auch immer gesagt. Einfach wird dieses Spiel nicht. Und wenn es einfach wäre, wird es auch jeder machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Vlog und bis zum nächsten Mal aus der Eifel. Ciao.